auf und können keine Gebärdensprache. Und diese Kinder und dann jungen Erwachsenen und Erwachsenen, die irgendetwas sind, schwerhörig, nicht schwerhörig, gehörlos, ohne Gebärdensprachkenntnisse, was auch immer, diese Gruppe wird immer größer. Das ist eine Entwicklung. Und diese Leute brauchen dann auch später eventuell keine Dolmetscher. Aber es gibt auch genügend, die eben diesen Ansprüchen nicht gerecht werden, die an sie gestellt werden, die es eben nicht hinkriegen, doch zu hören und doch die Lautsprache zu erlernen. Es schaffen nicht alle cochlea-implantierten Kinder, dass sie zu einigermaßen perfekt. Die Frage ist, dass wir immer noch nicht bei einer wirklich neutralen Beratung sind, dass nicht gleichberechtigt beraten wird, sondern dass eher meiner Meinung nach Einfluss genommen wird. Und ich glaube, wir sollten versuchen, das zu verhindern. Also ich glaube, wir sollten endlich dahin kommen, dass es eine Art Beratung gibt und keine Einflussnahme von den Stellen, die mit Eltern zu tun haben, die eben ein hörbehindertes Kind bekommen. Und ich denke auch, wir sollten wegkommen von dieser Stigmatisierung. Dieses Kind hat ein Defizit, das und das funktioniert nicht und deswegen muss man es irgendwie reparieren. Und in Frage gestellt wird, ihre Erziehungsberechtigung sogar in Frage gestellt wird und je nachdem, wo sie sich befinden, mehr und mehr Druck ausgeübt wird. Und ich glaube, dass das in keinster Weise der richtige Weg ist. Des Weiteren werden meiner Ansicht nach Kinder wirklich sehr früh abgefischt, sehr früh in diese Richtung gedrängt. Ich würde das Thema CI jetzt gerne beenden, sondern für mich ist einfach, das ist so ein Nebenaspekt, aber für mich ist einfach wichtig, wie können wir unsere Arbeit vermehrt in die Öffentlichkeit tragen? Wie können wir darüber informieren? Ich glaube, das ist kein Problem, was man nur mit bei gehörlosen oder hörgeschädigten Menschen sieht. Ich glaube, dass das ein ganz großes Problem ist, was alle behinderten Menschen erfahren, dass man nämlich immer wieder versucht, sie in Anführungsstrichen zu heilen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt eine Frau, die ist schwarz und das Kind hat ein Down-Syndrom. Und auch dort wurde natürlich ganz stark Einfluss genommen und ich möchte fast wagen zu behaupten, dass dieses Kind einer wahren Salve von Besserwissern und Gutmeinern gegenübergestellt war. Und es ging immer nur darum, dass dieses Kind sich anpassen sollte an jemanden, dass das Kind verändert werden musste, dass die Gesellschaft nie ein einziges Mal den Blick auf die Dinge so hatte, dass die Gesellschaft eben durch Pluralität stark genug ist, das Kind in dem Sein, so wie es ist, einfach zu akzeptieren und anzunehmen. Und ich glaube, dass das der zentrale Punkt ist. Und Eltern entwickeln dann auch Probleme. Eltern sind dann traumatisiert. Und es geht darum, das dann wieder aufzuarbeiten, zumeist in Selbsthilfegruppen, dass man dann eben wieder versucht zu informieren von Peer zu Peer, von einer Elternschaft in die andere, die ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz zentraler Punkt, auch ein Punkt, der uns stark macht, dass Eltern untereinander ganz viel in Austausch treten. Letzten Endes ist es natürlich auch so, dass Geld eine ganz zentrale Rolle spielt. Eben hatten wir das Thema Trisomie 21, also dieses früher genannte Down-Syndrom, dass man versucht hat, dort die Menschen zu Abtreibungen zu überreden, wenn es diagnostiziert wurde bereits am Mutterleib. Und wer sagt uns denn nicht eigentlich, dass das bei allen möglichen, ich sag mal, Andersartigkeiten genauso gemacht wird? Ich glaube, dass wir uns da auch beschränken und da müssen wir gegen angehen. Da müssen wir wirklich versuchen, Einfluss zu nehmen, dass das aufhört. Warum kriegen wir das nicht hin? Darum schafft es eine Gesellschaft nicht, diese Pluralität des So-Seins zu akzeptieren. Ich glaube, das macht die Stärke einer Gesellschaft aus. Es flexibilisiert sie, es gibt ihr die Kraft, mit Andersartigkeit individualisiert umzugehen. Es steht uns überhaupt nicht zu entscheiden, was eigentlich Normalität ist.
Und ich glaube, dass wir wären ein ganzes Stück weiter, wenn das in den Köpfen der Menschen präsenter wäre. Der WFD hat eigentlich dieses Thema CI schon so fast abgehakt, ehrlich gesagt. Es hat keinen Sinn, dagegen, gegen dieses Gerät zu protestieren. Es gibt dieses Gerät und es wird weiter eingepflanzt werden. Und ich denke, wenn sich Eltern dafür entscheiden, dann haben sie ihre Gründe dafür und dann ist das in Ordnung. Aber die Exklusion von Gebärdensprache aus der Erziehung von Kindern mit CI, das ist ein ganz großes Thema, mit dem wir uns nach wie vor beschäftigen. Und wenn diese Kinder einfach aufwachsen in dem Gedanken, ich kann doch nicht so gut hören, wie ich eigentlich sollte, und diese ganzen Problematiken, dann ist das einfach furchtbar negativ. Und ich denke, dass wichtig ist, dass wir einfach diese Jugendlichen und diese Menschen auch aufnehmen und sagen, es gibt positive Aspekte. Wir müssen ihnen einfach zeigen, was positiv ist, schon von Anfang an. Und das ist ganz wichtig. Also diese Jammerei darüber, was man alles nicht kann und wo man noch Barrieren hat und dieses und jenes und noch was. Ich denke, man muss einfach positiv an die Sachen rangehen. Und ich glaube, dass wenn man nicht immer darüber klagt, dass man ja in seinem Beruf immer nur dasselbe macht und auf seinen Posten verhaftet, dann wird das nicht helfen, sondern man muss eine positive Ausstrahlung haben, dann kann man auch eine Karriere machen, die man gerne hätte. Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir unterhalten uns jetzt sehr über medizinische Aspekte. Aber ich denke, es soll hier eigentlich mehr um Öffentlichkeitsarbeit gehen, um Medienarbeit. Und es ist vielleicht wichtig, dass wir nicht nur immer Veranstaltungen für uns machen, dass wir nicht nur immer im eigenen Brei rühren, sondern dass wir tatsächlich auch mit einem positiven Umdenken versuchen, mit anderen Gruppen gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen. Gibt es dazu noch Meinungen? Ja, zum Beispiel der Umgang mit Hörenden, dass man sich vielleicht eher mit Hörenden etwas mehr auseinandersetzt. Es gibt ja viele Hörende, die sind jetzt völlig gebärdenbegeistert, weil es das ganze Baby-Signing so ein bisschen um sich greift. Und da kommen Hörende viel mit Gebärdensprache in Kontakt. Und für mich ist es komplett schizophren zu sagen, oh, hörende Kinder müssen jetzt aber Gebärden lernen, das ist Baby-Signing, das ist ganz super, das ist großartig. Aber die gehörlosen kleinen Kinder, die das wirklich gebrauchen können, denen wird es verboten. Das finde ich extrem paradox. Wenn wir jetzt nochmal zum Thema Medien kommen, wie kann man denn in den Medien eigentlich steuern, dass man mehr ins Bewusstsein kommt und auch ein positives Bild dort entwickelt? Die Gebärdensprachgemeinschaft hat in der Vergangenheit Politiker oder auch Arbeitgeber etc. pp. Immer wieder versucht zu kontaktieren. Und im Bereich der Wirtschaft und Politik empfinde ich es dennoch noch als viel zu wenig. Und ich glaube, dass wir dort stärker Fuß fassen müssen. Wir müssen uns anfangen, noch viel, viel besser zu verkaufen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Wir müssen anfangen, dort hinzufahren und zu sagen, aufzuhören, immer zu weinen und zu klagen, weh zu klagen und zu, als so die Lappen rüberzukommen, sondern wir müssen anfangen, wirklich Stellung zu beziehen, indem wir unsere Stärken nach außen tragen. Und diese Frage, ob Gebärdensprache international ist, ist ja immer so die erste, die einem gestellt wird. Und ich glaube, dass es gar nicht schlecht ist. Man hat sich in der Vergangenheit immer sehr bemüht darüber, ja, jedes Land hat seine eigene Gebärdensprache. Aber ich glaube inzwischen, manchmal ist es auch ganz gut, zu sagen, gar nicht so vorsichtig und so exakt wissenschaftlich zu antworten, sondern manchmal ist es ganz gut zu sagen, ja, das ist ein großer Vorteil. Das kann man linguistisch aus ganz unterschiedlicher Perspektive betrachten, selbstverständlich, aber für uns ist das toll. Ja, natürlich, ich weiß auch, dass das nicht ganz richtig ist, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir im ersten einmal sagen, Leute, wir haben was, was ihr nicht habt. Und das funktioniert total gut. Und damit kriegen wir sie.
Also das sind die Dinge, die Leute sich merken. Mann, die haben da was und das ist doch viel besser und die können sich über Ländergrenzen hinweg unterhalten. Ich glaube, wir sollten diesen Aspekt der Werbung und des sich besser Verkaufens viel, viel mehr in den Mittelpunkt unserer Unternehmungen und Überlegungen stellen, als in jedem Moment einer politischen Debatte wissenschaftlich korrekt zu antworten. Ich glaube, das interessiert die Politiker überhaupt nicht. Die müssen wir catchen, die müssen wir wirklich kriegen und die müssen wir, ja, ich denke, durch Charme und positives Auftreten, aber auch durch das Darstellen unserer absoluten Stärken überzeugen, dass wir etwas haben, was sich lohnt, was ein weiteres positives Zeichen unseres Landes ist. Und wenn wir sie gecatcht haben und wenn sie uns im Netz hängen, dann können wir anfangen, sie wissenschaftlich zu informieren und eben das alles in Detail auseinanderzulegen. Aber zunächst einmal müssen wir sie ja überhaupt in unser Boot kriegen. Und darum geht es. Und wenn sie drin sitzen, müssen wir losfahren. Dann können sie nicht mehr abhauen. Und ich glaube einfach, dass wir mit so einem einfachen Satz da sehr viel Nähe schaffen. Und das halte ich für sehr, sehr positiv. Ja, ich glaube, dass alle Gehörlosen sich darüber einig sind, dass das auch alle verstehen. Aber ich glaube, wir brauchen an Wohnen, Schlafen, Essen, die Grundbedürfnisse. Dann und ich habe dazu Gebärdensprache, in der ich mich austauschen kann. Und ich habe meine Ziele im Leben, dann dann denke ich, sind die Grundbedürfnisse einfach schon erledigt. Und dann ist Kultur einfach sowas, was ich noch als Bonus obendrauf bekomme. Ich hatte ja am Anfang schon gesagt, dass wir bei den Hamburger Kulturtagen zum ersten Mal eine große Demonstration ins Leben gerufen haben. Und es gab zu der gleichen Zeit auch eine Riesendemo beim britischen Gehörlosenbund. Da sind solche Dinge ins Rollen gekommen und da wurde einfach auch klar, dass Öffentlichkeitsarbeit gemacht werden muss. Ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass Gebärdensprache in Medien stattfindet, dass da eben ganz viel auch gemacht wird und dass wir sehr schnell Kontakt zueinander aufnehmen, dass wir uns informieren, dass wir immer wieder Pressearbeit machen, immer, immer wieder so mühsam, wie das ist, denn wir verändern nicht von heute bis morgen irgendwelche Köpfe, irgendwelche Paradigmen und wir können ganz dankbar sein, auch der Wissenschaft dankbar sein, dass es viele Veröffentlichungen gibt, dass es Bücher gibt, in denen ganz, ganz viele Sachen drinstehen, positive Sachen drinstehen und unsere Aufgabe als Multiplikatoren ist genau das dann eben zu verbreiten und überhaupt in die öffentlichen Bewusstsein zu bringen. Vor 15 Jahren zum Beispiel gab es ganz, ganz wenig Dolmetscher. Es gab Helfer, die Gehörlosen zur Seite standen, aber keine wirklichen Dolmetscher. Und die Situation hat sich ja auch verändert. Und ich denke, dass wir die ganzen Menschen, also die älteren Generationen von Gehörlosen, einfach auch mit ins Boot nehmen müssen. Die neue Generation von Gehörlosen ist da selbstbewusster. Und ich denke, dass viele, die früher vielleicht gerne das ein oder andere gemacht hätten, das nicht machen konnten, aber was heute Gehörlosen durchaus möglich wäre. Ja, früher wurde halt hin und wieder mal ein bisschen unterstützt und heute haben wir Dolmetscher da und viele Gehörlose wissen inzwischen, sind sie sehr darüber bewusst, dass wie intelligent sie sind und welche Möglichkeiten sie haben. Und dann gehen sie an die Universität und studieren dort mit Dolmetschern. Und ich denke, viele Gehörlose sehen ihren Arbeitsbereich hauptsächlich im Bereich Gebärdensprachforschung. Also es gibt die Mittel für die Gebärdensprachforschung, es gibt ja, viele, die in dem Bereich arbeiten, das wird immer so als Ziel gesehen. Aber ich denke, wir haben ja jetzt auch den Nachweis, dass Gebärdensprache tatsächlich eine Sprache ist.
Und vielleicht könnte man sich auch mal auf andere Bereiche, zum Beispiel Medien, ein bisschen mehr konzentrieren. Die Medien haben einen extrem starken Einfluss und den kann man für sich ausnutzen. Und ich denke, wenn mehr akademisch gebildete Gehörlose sich auf den Bereich auch ein bisschen spezialisieren würden, wäre das ein großer Vorteil. Und ich denke, dass man einfach sich dahingehend mal ändern muss, weil Gebärdensprache ist eine Sprache, die sehr gut zu den neuen Medien passt. Und ich denke, man muss auch da ein positives Bild schaffen, damit eine Ausgewogenheit im Medienbereich auch stattfindet. Naja, aber trotzdem bleibt ja das Problem, dass die Welt sich verändert und rasend schnell verändert. Natürlich sind wir inzwischen da angekommen, dass Gehörlose sehr viel mehr wissen, sehr viel mehr können. Also ein ganz banales Beispiel ist die Kompetenz im Zusammenhang mit dem Fingeralphabet. Das war früher überhaupt nicht weit verbreitet. Inzwischen ist es aber überhaupt kein Problem und das können ganz viele. Und man trifft ja auch dann immer irgendwie auf Hörende und irgendwie kommt man ja auch durch. Aber wir haben ein neues Problem, das Problem lautet Zeit, beziehungsweise keine Zeit. Es ist schwierig, früher stand man füreinander ein und heute rennt jeder aneinander vorbei. Das ist eine ganz klare neue Situation, in der wir uns befinden. Und ich glaube, dass auch die Gehörlosengemeinschaft nicht mehr die ist, die sie mal war. Wir befinden uns nicht mehr in dem sogenannten Ghetto. Sondern früher war es einfach so, dass man nicht gerne in die Gemeinschaft der Hörenden ging. Das passte nicht, man fühlte sich nicht wohl, sondern es war so, die Heimat des Gehörlosen war eben sein Verein und in seiner Gemeinschaft war er zu Hause. Ich glaube aber, dass wir inzwischen auch eine gewisse Sättigung erreicht haben, dass man nicht mehr immer dieses Kämpfen möchte und dass man sich auch deswegen denkt, ach, da gehe ich heute nicht hin, sondern ich nehme mal Dolmetscher und gehe dann doch in ganz andere Bereiche. Und das ist eine Veränderung, die natürlich Probleme in sich birgt, auf der einen Seite. Ich muss auch feststellen, dass die gehörlosen Menschen heute nicht mehr so frustrationstolerant sind, wie sie das früher waren. Und dass man sich dann auch schneller abwendet und komplett neue Wege einschlägt. Ja, wir wollen jetzt mal überlegen, wie man das ändern kann. Du hattest vorhin gesagt, dass man mehr in die Medien investieren muss, dass mehr Gehörlose in die Medien gehen müssen, einfach weil die Macht auch in den Medien liegt, weil da die Möglichkeit ist, zu informieren. Aber eins ist mir da noch nicht ganz klar, wenn ich zum Beispiel eine Firma gründe und da Untertitelung anbiete oder so, dann muss es aber auch natürlich gegeben sein, dass ich von Seiten der Fernsehanstalten die Möglichkeit habe, das zu machen, dass wirklich alles untertitelt wird. Und ich sehe auch, dass jetzt gesagt wird, es wird ja mehr und mehr untertitelt, das ist ja irgendwie kein Problem, dann können Sie ja alles verstehen, dann brauchen Sie jetzt keine Gebärdensprachdolmetscher mehr. Und dasselbe wird passieren mit dem Schriftdolmetschen. Es wird ja für Sie mitgetippt, also was soll die Gebärdensprache hier? Und ich denke, wir müssen ganz, ganz doll aufpassen, dass wir immer wieder darauf hinweisen, dass wir beides benötigen. Und dass man nicht sagt, Schrift ist viel einfacher zu realisieren, dann ist es ja schon in Ordnung. Und ich denke, dass man einfach auch durch Gebärdensprache sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit schafft. Wer denkt bei Untertiteln denn schon an die Hörgeschädigten und findet das spannend? Das ist nicht spannend. Spannend ist, wenn Gebärdensprache auf dem Bildschirm erscheint. Das finden Hörende interessant und dann werden sie darauf aufmerksam. Die Diskussion ist sehr spannend und wir sind wirklich auf ganz, ganz viele verschiedene Themen eingegangen. Jetzt haben wir noch einen ganz kleinen Moment und da möchte ich noch auf eine Sache zu sprechen kommen. Du arbeitest im Schweizer Gehörlosenbund, du bist im WFD. Dann haben wir hier also viele, viele Kompetenzen in ganz unterschiedlichen Verbänden versammelt. Was ist denn eurer Meinung nach die nächste Priorität? Geht es mehr um Gebärdensprache? Geht es mehr um Inklusion? Ich möchte euch aufrufen,
zu einem kleinen 10-Punkte-Plan. Also was sind unsere Prioritäten in der allernächsten Zukunft? Also für uns ist natürlich Bildung ganz wichtig, das ist ein entscheidender Punkt, dafür kämpfen wir. Wir planen eine große Veranstaltung, auch so eine Veranstaltung zum Thema Türkises Band, wie wir das schon mal hatten. Und wir können uns auch solche Sachen vorstellen. Ich finde, man muss das irgendwie positiv auch ein bisschen witzig verkaufen. Man kann zum Beispiel auch sagen, beim Getränkeverkauf, wer das in Gebärdensprache bestellt, der zahlt 10 Cent weniger oder so. Also ich finde es einfach, man muss einfach gucken, dass man viel auch an Pressearbeit macht und die erreicht man meistens nur mit spektakulären Sachen. Ja, wir vom Schweizer Gehörlosenbund haben ganz klar einen Prioritätenplan und wir sagen, der Bilingualismus steht bei uns ganz, ganz oben an. Das ist etwas, was wir viel, viel breiter einführen müssen. Darum müssen wir uns kümmern. Wir müssen alle mit ins Boot holen. Es geht um Gebärdensprache, es geht um technische Hilfsmittel. Das ist, finde ich, auf einem relativ großen und guten Weg. Aber es geht darum, dass wir uns um die Eltern bemühen, dass wir uns mehr und verstärkt um die Eltern kümmern. Und das wird etwas sein, was in unserer Arbeit ganz vorne ansteht. Und das wird auch nicht sein, was mittelfristig erledigt ist, sondern wir halten das für eine ganz, ganz langfristige Perspektive, unsere Arbeit in dem Bereich wirklich zu implementieren, dort voranzugehen, um genau zu gucken, wie wir da eben auf einen guten Weg kommen. Inwiefern uns das gelingen wird, werden wir in allernächster Zeit sehen. Dann ein Einjahresprogramm und zunächst mal, und dann ist eben wichtig, wie viel Geld wir auch zur Verfügung haben. Und ich möchte zum Beispiel einen Gebärdensprachkanal einrichten und ich möchte einfach, dass die Gebärdensprachen der unterschiedlichen Länder auch erhalten bleiben und auch entsprechend gefördert werden. Und es wäre natürlich schön, wenn wir Gelder hätten für so eine Art Gebärdensprache.